Der Landesrat Ungarn Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen ist dieses Jahr, wie wir darüber in unseren Sendungen mehrfach berichtet haben, 20 Jahre alt geworden, und zu diesem Jubiläum hat der Landesrat in der Serie Landesrat-Auswahl eine neue, die fünfte CD mit deutscher Volksmusik aus Ungarn herausgebracht. Diese neue Sammlung möchte ich Ihnen heute vorstellen. 11 Kapellen, kleinere und größere, spielen die insgesamt 20 Stücke, die auf der neuen CD ertönen. Selbstverständlich zählen sie zu den zurzeit besten ungarndeutschen Blas- bzw. Harmonika-Musikformationen landesweit, die in den Qualifikationspräsentationen des Landesrates am besten abgeschnitten haben. Ich danke dem Landesrat Ungarn Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen für das Material und ganz besonders dem Chefredakteur des Internetblattes Landesrat Forum, Manfred Meyerhofer, für die Informationen. Biotorvágy. Die Kleintorvaler Musikantenkapelle wurde im Jahre 2007 anlässlich eines Spendekonzertes von 9 jungen Musikanten aus Biotorvágy und Sóskút gegründet. Damals war der Durchschnittsalter in der Kapelle unter 18 Jahren. Die Mitglieder der Kapelle sind überwiegend junge Amateurmusikanten, die sich mit der Blasmusik in ihrer Freizeit beschäftigen. In ihrer Region leben viele Ungarndeutsche und Slowaken neben den Ungarn. Die Musikanten in der Kapelle sind die Söhne von diesen drei Volksgruppen und spielen daher auch ihre heißgeliebten böhmisch-mährischen Musikstücke. Die Kleintorvaler Musikanten spielen jetzt die Annalina Polka, bearbeitet von Anton Forgosch.